In welcher Rolle sehen Sie sich im Falle eines Wahlsiegs von CDU/CSU? Als den Facharbeiter für Wirtschaft und Arbeitsmarkt und als jemand, der vielleicht mehr auf die Probleme im Osten hinwirkt und auch mitwirken kann, die zu verbessern, als andere, die sich da äußern, ohne viel Erfahrung im Osten zu haben. Herr Späth, ein Schröder-Schreck schreibt, was halten Sie von der vermehrten Abwanderung deutscher Intelligenz, also Ingenieure und Führungskräfte, ins Ausland und was wollen Sie dagegen unternehmen? Also erstens, wir haben immer noch einen hohen sogenannten Brain Drain. Das heißt, es gehen viel zu gute, wichtige Leute von Deutschland ins Ausland. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wir in der mutigen Forschung und in der Risikobereitschaft für die Zukunft zu wenig jungen Leuten den Eindruck vermitteln, hier in Deutschland ist was los. Hier werden die modernen Schnellbahnsysteme für die Welt entwickelt. Hier werden komplexer Anlagebau betrieben. Hier wird die Genforschung vorangebracht. Das heißt, wir müssen den jungen Leuten den Eindruck erwecken, in Deutschland ist was los. Und im Augenblick haben sie eher das Gefühl, Deutschland ist das Spitzenland der Bürokratie. Und genau das müssen wir ändern. Wird es mit der Union in der Regierung zu einer Rücknahme der Ökosteuer kommen? Und Stoiber hatte das versprochen, spricht aber inzwischen nur noch vom Verzicht auf die nächste Stufe. Ja, wir drehen natürlich eine ganz komplizierte Situation an. Wir haben den blauen Brief der EU vor der Haustür. Wir können jetzt sagen, es wird nicht mehr so weitergemacht. Das heißt, die dritte Stufe wird sofort gestoppt. Das ist schon ein Ausfall von 3,5 Milliarden Euro, den wir ausgleichen müssen in der Haushaltsplanung. Das schaffen wir aber. Aber wir können jetzt nicht geschwind das alles wegnehmen und dann die Haushaltsfolgen nicht einplanen. Eine vernünftige Gesundheitsreform gehört zu den drängendsten Aufgaben einer neuen Bundesregierung. Wie will die Union die Risiken für alle absichern und gleichzeitig die individuellen Beiträge im Griff behalten? Das ist die Gretchenfrage, die jede Reform zu lösen hat. Ich glaube, wir brauchen eine garantierte Grundsicherung, die die Risiken abdeckt, die Mindestversorgung auf jeden Fall garantiert. Und dann brauchen wir ein System von Zuzahlungen und von Möglichkeiten, sich selber noch zusätzlich Möglichkeiten der Sicherung zu schaffen. Also wenn Sie wollen, ein Mischsystem, das dann insgesamt diese Entwicklung abdeckt. Herr Späth, würde eine CDU-geführte Regierung mehr Schulden machen? Nein. Das kann ich Ihnen schon deshalb versichern, weil gar niemand mehr Schulden machen kann. Der Schuldenbereich ist total ausgereizt, wie uns die EU ja mit ihrem blauen Brief in der Hand jeden Tag mitteilt. Das heißt, eine weitere Verschuldung ist keine Chance, um die Dinge in Bewegung zu bringen. Wir müssen umorganisieren, wir müssen Kosten runterbringen, wir müssen die Bürokratie runterbringen und wir müssen Wachstum erreichen, denn wenn das Wachstum kommt, dann haben wir auch die Spielräume, um die sozialen Sicherungen zu finanzieren und die Gesellschaft wieder dynamischer zu kriegen.